Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind im Kiew, wie man sieht. Und hier hinter mir, findet morgen nach 3 Jahren Corona-Pause mal wieder das größte Fußballturnier in Deutschland statt. Ja, klingt verrückt, es ist ein Hallenturnier und nur im Amateurbereich. Aber immerhin, die 8 teilnehmenden Mannschaften freuen sich sicherlich sehr drauf. Und ich mich auch. Jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Circa 10.000 Zuschauer werden morgen erwartet. Die Jahre vor Corona war es eigentlich immer ausverkauft. Ich weiß, es passen aber ein paar mehr Tausend rein. Wir werden sehen. Morgen. Viel zu lange, 57 Tage habe ich kein Fußballspiel mehr gesehen. Das ändert sich zum Glück morgen. Dann sehen wir ganz, ganz viele. Zwar nur so 10 oder 12 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie lange gespielt das ist. Finden wir morgen raus. Alles gut. Aber ich freue mich richtig drauf. Jetzt wird sie erstmal hier schön gestellt. Erstmal eine schöne Waffel. Muss reingehen. Und morgen dann endlich wieder Fußball hier auf meinem Kanal. Heute ist es endlich soweit. In wenigen Stunden beginnt das Turnier. Also höchste Zeit, euch mal die teilnehmenden Mannschaften vorzustellen. Es gucken ja vielleicht auch Leute von euch zu, die nicht aus Schleswig-Holstein kommen, aber die erste Mannschaft, den ersten Teilnehmer kennt ihr sicherlich alle, haben mal zweite Liga gespielt. Ich war diese Saison schon da, VfB Lübeck, großer Verein, momentan Tabellenführer der Regionalliga Nord, nimmt am Turnier teil. Ebenfalls mit Lübeck in einer Gruppe ist eine Mannschaft, die deutschlandweit eher für Handball bekannt ist, der SC Weiche Flensburg 08 oder die, ich weiß nicht genau. Bitte kreuzigt mich nicht in den Kommentaren. Die sind auf jeden Fall auch dabei, momentan nur Siebter in der Regionalliga. Waren die letzten Jahre auch oft beim Aufstieg mit dabei, haben es aber irgendwie nie geschafft. Die also auch in Gruppe A. Genau wie der Sieger vom letzten Turnier, das ist ja schon 1-2 Jahre her oder 3 Jahre. Der SV Todesfelde immer mit einer ganz, guck mal hier, mit vielen, vielen Fans, die sorgen mal für eine richtig geile Stimmung und Titelverteidiger. Also Gruppe A ist eine richtige Hammergruppe zurzeit. Todesfelde Dritter in der Oberliga Schleswig-Holstein. Und beendet wird diese Gruppe mit dem Tabellenvierten der Oberliga Schleswig-Holstein, dem Heider SV. Sehr interessante Mannschaft, weiß ich nicht so viel darüber, aber ich bin sehr gespannt, wie die sich heute schlagen werden. Also die Gruppe A hat schon einiges zu bieten, aber auch die Gruppe B ist voller Hochkaräter und zwar zum Beispiel mit dem 1. FC Phoenix Lübeck, Achter in der Regionalliga Nord momentan. Also auch eine Regionalliga-Mannschaft, ein Regionalligist, der richtig gut Fußball spielen kann. Dann darf bei einem Turnier in Kiel natürlich Holstein nicht fehlen. Ja, die Holsteiner Jungs sind auch dabei, aber die U23, ich glaube früher, schreibt das gerne mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich meine, so vor 7-8 Jahren waren sogar noch Profispieler von Holstein dabei. Jetzt sind die alle im Trainingslager gerade, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Deswegen die U23, die ja auch aber Regionalliga spielt, da eher im unteren Mittelfeld steht. Aber auch ein weiterer Regionalliges mit Holsteins U23 dabei. Ebenfalls dabei der SV Eichede, momentan Zweiter der Oberliga Schleswig-Holstein, waren, glaube ich, vor 2-3 Jahren, oder vielleicht auch erst vor einem Jahr, in der Regionalliga sind aufgestiegen, dann schnell wieder abgestiegen. Aber auch die Jungs können richtig Fußball spielen. Also ihr seht schon, es ist ein sehr, sehr hochklassiges Niveau. Ich könnte da nicht eine Sekunde mithalten. Und zu guter Letzt die Jungs vom Eckernförder SV, momentan Siebter der Oberliga Schleswig-Holstein. So ein bisschen was wie die Außenseiter wahrscheinlich, aber auch diese Gruppe natürlich mit vielen guten Kickern bestückt. Und auch die Mannschaft, ich bin sehr gespannt. Ich habe richtig Bock, mal sehen von wem. Also Todesfelde wird sicherlich wieder viele, viele Fans mitbringen. Ihr seht es vielleicht auch hier bei Instagram. Die pushen sich seit Wochen richtig, richtig auf diesen Tag. Richtig geil. Das wird, glaube ich, richtig interessant. Ich habe richtig Bock. Gleich geht's los. So, wir machen es auf dem Weg. Ben ist heute wieder mit dabei. Sag doch mal, was glaubst du, wer gewinnt heute das Turnier? Ich glaube nicht, dass es Lübeck macht, obwohl sie Favorit sein sollten. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie irgendwelche... Ich glaube, dass die Spieler schon werden. Werden vielleicht alle machen, aber... Was meinst du, wer hat letztes Jahr gewonnen? Todesfelde. Wenn ihr es so ernst nehmt, sind die, glaube ich, immer wieder mit Favorit. Ja, und mit den Fans, die sicherlich heute auch kommen werden. Aber ich sag jetzt einfach mal, es macht Weiche Flensburg. Okay, ich sag Heide. Ich sag, die Regionalligisten patzen heute. Und Heide, ich weiß gar nichts über die, aber ich sag, die machen das heute. So, wir sind da. Eigentlich sieht es ganz cool aus, so mit dem Himmel. Ganz schick. Ganz cool, ein paar Spielchen hier immer zu dem grünen Licht, muss man spielen. Ganz cool. Oha. Ja, wie beim Hallenturnier. Alle machen sich gleichzeitig warm. Junge, Junge. So, Platzcheck. Wir sind heute sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Da muss man vielleicht auch mal an Decke gehen. Und gerade machen sich alle Mannschaften einmal warm. Also sehr voll. Ist viel los hier. Also Todesfelde, die haben sich schon richtig heiß gemacht da. Bei der Abfahrt hierher. Junge, Junge. Und es sind auch schon ein paar Gelbe da oben zu sehen. Aber noch ist nicht voll. Es sind schon ein paar Fans auch da. Die ganze Kurve da. Hier erstmal eine Lasershow, um mal wieder die Stimmung zu kommen. Oh, ein bisschen kontrollierte Pyrotechnik. Ui. Ui. Live-Musik ist auch noch. Aber ihr wisst, Copyright, deswegen nur 3, 2, 1. Ja, komm.
Kommen Sie auf Rede. Wir sagen Mund. Ganz vorne da oben und da. Auch eine schöne Stadt. Wir sind nationalstolz. Wir sind bundeslandstolz. Das ist übrigens Gruppe A und das ist Gruppe B. Ach, schon geil. Junge. Gut hier auf Jürgen, finde ich super. Da oben steht noch Mission zu der Verteidigung. Wenn das erste Spiel losgeht, müssen wir noch sagen, kriegen wir den Ball ab, ja oder nein? Ich hoffe ja. Okay, wir geben alles. Also holen Sie nochmal Motivation bei den Fans, vielleicht geht das erste Spiel. Weiche gegen Reiter SV. 12,5 Minuten wird übrigens gespielt, ohne Seitenwechsel oder so. Und der Ball rollt. Weiche. Hier geht's ab. Von Todesfelde, das wird interessant gegen Lübeck. Aber die haben wirklich Bock da hier. Können sie den Druck standhalten? Da oben auch noch. Überall. Todesfelde macht es bisher sehr, sehr clever. Führte verdient. Lübeck fällt nicht so viel rein. In den letzten Sekunden. Ich glaube, die Party geht weiter. 3-0. Sieht man leider nicht so ganz gut da oben, aber es sind auch ein paar aus Eckernförde. Torwart fliegt da gut durchs Bild. Die haben auch nur einen mit. Ja, war ein bisschen über ehrgeizig. Ich muss ein Feldspieler ins Tor, glaube ich. In nur 40 Sekunden ist Eckernförde noch Unterzahl überstehen. Das ist echt so. Gibt es keine Zeit, die Handschuhe anzuziehen? Was ist das denn, der Schiedsrichter hier? Das ist ja lächerlich. Ah, hält auch ohne Handschuhe. Nach 2 Minuten Unterzahl. Und nur hat tatsächlich die Handschuhe anziehen. Und da oben ist Party. Da oben ist richtig Party. Geil. So, 26 Sekunden. Oh, es gibt noch mal eine Chance. Abschluss auch weg. 10. Oh. 1-1. Jetzt Phoenix Lübeck. Da hinten. In Weiß hier vorne gegen Eiche, die sitzen über uns. Ein Ost-Holstein-Duell, wenn ich regiert von mir bin. Da oben geht's ab.
optimistisch, aber ich war den sicher. Jetzt noch 30 Sekunden den Ball halten und dann war es das. Dann gewinnt Eichhütte hier ihr erstes Spiel. Moin. Wow, Schiri. Ja, clever gemacht. Schauen wir mal, was wir jetzt haben wir jede Mannschaft noch einmal gesehen. Wer hat sich am besten am meisten überzeugt bisher? Ja, Moritz Belde. Die sind wieder hier, um das Ding zu gewinnen. Das sieht man. Wobei Weichel, die jetzt auch spielen, waren auch gut im ersten Spiel. Weichel, Moritz Belde, das haben wir ja auch genannt. Lübeck führt 1-0. Weiche, also es geht hin und her. Weiche bisher wirklich los. Spiel gedreht in einfach 2 Minuten. 2-1 Weiche. Gehen wir mit 6 Punkten ins letzte Kopfspiel. Und das Ende führt schon wieder. Minuten noch. Heide hält hier gut mit, aber noch für Todesfelde. Ja, beschreibt das Spiel ganz gut. Das ist nicht mehr der große Fußballtraum hier. Geht mehr um Kampf, aber Todesfelde, wenn sie es gewinnen, 6 Punkte, sind dann schon weiter, glaube ich. Sekunden noch. Gibt den 9 Meter. Geht auch in Ordnung, muss man sagen. Lübeck spielt hier auf jeden Fall sehr gut mit. Ich habe nicht aufgepasst, aber 2-0 Lübeck. 6 Minuten 40 vom Ende. Holstein läuft noch nicht so. Auch die zweite Mannschaft des VfB Lübeck. Da bisher ohne Punkt. 1-0. Mann, ich muss mal weiter filmen hier. 10 Sekunden später. Sind nicht so viele da drüben. Also wir sitzen auch neben Todesfeld und sind unfair, aber machen auch gute Stimmung, hüpfen, singen und tanzen. So, Getränke wurden nachgefüllt. 0-0, noch eine Minute. Eckernförde gegen Eichhütte. Haben wir ja das richtige Spiel ausgesucht, kein Tor verpasst. Aber gute Stimmung da oben. Vielleicht fällt jetzt noch eins. Erste 0-0 des Turniers, also perfekt Zeitpunkt ausgesucht. Im Duell der 0-Punkte-Teams steht es folgerichtig 0-0. Und auch diese Chance zeigt das mal wieder, dass hier beide schon mehr oder weniger zu Recht rausgeflogen sind oder rausfliegen, ich weiß gar nicht, vielleicht mit 3 Punkten. Dürfte eigentlich nicht reichen. Noch mal was zu jubeln, 1-0. 4 Minuten vorm Ende. Jetzt ein Spiel, das vielleicht auch das Finale werden könnte. Todesfelde gegen Flensburg. 1-0, wieder die 40. Richtig schön rausgespielt. Bisher der Spieler des Turniers, würde ich sagen. Und so führt Weiche hier im Topspiel. Ja, 1-0 für Weiche Flensburg. Jawohl. Junge. Junge, der ist schnell, gut, wendig. Guter Fußballer. Gruppe A dann doch gar nicht so spannend, war es Gruppe B richtig spannend. Eckernförde 2 Punkte, Lübeck 4 glaube ich oder 6, also ist auf jeden Fall spannend. Eckernförde hat auf jeden Fall noch eine Chance. Hier geht's gut ab, hier geht's gut zur Sache. Sollte es einen Sieger geben, ist die Mannschaft auf jeden Fall im Halbfinale. Daher beide haben hier eine Menge, um das zu spielen. Und
1-0 der Kapelle. So schnell kann es gehen. Ausgleich. Und da drüben fliegt auch das Bier. Junge, inzwischen eskaliert sie auf den Rängen völlig. So volles Risiko beim Tackle und direkt der Konter, der Torwart ist da, also hier geht's echt gut ab. Schiri, geh mal weg. Oh, oh, oh. Und die Kurve eskaliert da drüben. 10 Minuten noch, 2-1 Phoenix. Anderthalb Minuten, drei Tore, 4-1 plötzlich. Phoenix Lübeck damit auf jeden Fall im Halbfinale. Da wird sich noch bedanken. Sehr guter Support da oben. Da natürlich auch. Das war mal ein amtlicher Zug. Jetzt geht es hier langsam auch hin und her. Schön. Mit dem Ausgleich. 3 Minuten vor Ende. Der Ausgleich für Eichede. Und zwar die Nummer 13, Nico Hasselbusch. Und das war ein Vollschein. Ja. 2-2. 1,5 Minuten noch. Schon sehr gut. Also Eckert Förde und Todesfeld natürlich am meisten, aber Eckert Förde auch sehr, sehr gut. Sehr lautstark. Sehr schön. Jetzt erstmal eine Siegerehrung, eine kleine für die rausgeflogen sind. Lübeck, Heide und dahin noch Eckernförde und Holzland. Hier vielleicht der Mann des Turniers bisher. Mal sehen, wie jetzt im Halbfinale performt. Reiche gegen Eichede. Quasi bisher über 2000 Tore ab. Ist das erste Halbfinale. So, dann schnell noch der Typ bevor. Hier kann er wieder. Hauen! Wer macht? Der ist schon ins Finale. Darf ich auch. Gespielt. 1-0. Da oben hat sie auch in der Nacht. Elfmeter und das auch zu Recht. Harte Entscheidung. Flensburg jetzt 2 Minuten in Unterzahl. Hätte ich, also war ein Foul, aber war jetzt kein böses Foul eigentlich. Mal sehen, ob Eichede das nutzen kann. Eichede. Abgefälschtes Ding. 2-1, so schnell kann es gehen. Ausgleich. Langsam kocht es hoch hier, aber ist ja auch gut so. Jetzt auf 2 Minuten für Eichede. So soll ein Halbfinale auch sein. So schnell kann es gehen. Und mal wieder der 40er. 5 Sekunden. Jo, war doch mal knapp. So, zweites Halbfinale. Nachdem ihr gerecht wolltest, ihr macht diesmal? Jodes Fan, das Halbfinale. Wir kriegen das Halbfinale. Okay. Gab ja schon das Beste, die beiden besten Mannschaften. Aber Philipp Lübeck auch gut gespielt und nicht zu unterschätzen. Ja, Lübeck spielt ganz oft ganz schnell nach vorne, sucht schnell den Abschluss. Und gehen somit wieder mal in Führung. Ja. Ja, Kaltstart für die Todesfelder da. Aber perfekter Start für Phoenix Lübeck. Und eiskalter Anschluss. Und da drüben rufen sie nochmal aus. Und das sind noch fast 10 Minuten. Ich habe das in den Halbfinals ein bisschen vorsichtiger gespielt wird. Kann einfach so ohne Ende und offen liegen. Und jetzt das nächste Pass, Junge. Sehr laut. Also sind weniger als so das Feld, aber lauter über das Turnier gesehen. Noch 2,5 Minuten. Langsam muss da was kommen. Oh. Der flutscht durch und das ist der Deckel. 3-1 und
Dennis Lübeck wird aller Wahrscheinlichkeit nach ins Finale einziehen. Ganz kurz vor dem Finale, aber so ist halt der Fußball. Es war ein Todesfeld. Danke, dass ihr da wart. Kommt her und holt euch eure Medaillen ab. Und eure Urkunde. Und euer Dürfen. Finale, der Ball rollt ein letztes Mal. Weiche gegen Lübeck. Phoenix Lübeck, wo gemerkt. Und dann hätte ich mal deinen Tipp. Vorm Turnier habe ich ja Flensburg gesagt. Jetzt war Phoenix Lübeck jetzt gut im Halbfinale. Schwer. Entweder entscheidest du 40 oder die 27 von Lübeck. Also die 40 von Flensburg oder die 27 von Lübeck. Ich sag's so. Okay. Ich glaube, ich gehe wieder 40. Mein Tipp, da müssen wir nicht drüber reden vom Turnier. Aber Weiche hat das Beste. Obwohl, also sind schon ein verdientes Finale auf jeden Fall. Und Lübeck ist einfach oft sehr eiskalt vom Tor. Oh, stark. Oh, da ist ein Tor. Also ich hoffe hier auf ein spannendes Finale. Er ist einfach gut. Der Unterschiedsspieler heute. Da drüben ist die Stimmung gut. Da hinten ist es erstaunlich ruhig geworden. Da müsste doch eigentlich mal ein Impuls kommen für die letzten anderthalb Minuten. Nochmal ein Solo. Und das geht absolut in Ordnung, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch, SC Weiche Flensburg von 08. Und Lübeck, bitte müssen Sie auch nochmal bei den Fans, die waren auch gut, waren laut. War schon cool hier irgendwie. Gibt es natürlich wie immer den besten Spieler des Turniers. Und wir haben nämlich nur kleine Rabatte heute erspielt, sondern wir haben auch ordentlich Bäume gepflanzt vorher, oder? So sieht's aus. So, ihr Fotografen und Reporter können alle kurz zur Seite gehen, damit ich auch mal was sehen kann. Würdige Abschlussbilder eines würdigen, verdienten Siegers nochmal Glückwunsch an. Weiche Flensburg, ich bin wieder zu Hause, ihr seht's. Ich wollte nochmal kurz sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Vlog oder etwas andere Art mal gefallen. Ich war auch das erste Mal seit Ewigkeiten bei einem Hallenfußballturnier, noch nicht bei den Hallenmasters. Mir und Bene hat es extrem viel Spaß gemacht, muss sagen, die Stimmung war geil. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne, zeigt es euren Kollegen, falls das jemand sieht, der da gespielt hat. Erstmal Respekt für die Leistung. Ich fand das Niveau durchweg im Turnier war sehr, sehr hoch. Also hat sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Zeigt es gerne euren Mannschaftskameraden und sonst wem. Lasst ihr auf jeden Fall ein Abo da, denn bald kommen dann wieder die gewohnten Holstein-Vlogs. Aber schreibt auch gerne mal hin, wenn ich noch zu anderen Amateurbereichen, anderen Amateurspielen, wo auch immer hingehen soll. Ja, ich schneide das Video. Das Video geht lang genug. Bis dann, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich und tschüss, tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.